über die Zahlen von BMW und VW spreche ich jetzt mit Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen. Herr Dudenhöfer, BMW hat Umsatz und auch Gewinn gesteigert, nach eigenen Worten das beste Jahr der Firmengeschichte verzeichnet. Wie schätzen Sie jetzt diese BMW-Zahlen ein? Ich glaube, die BMW-Zahlen zeigen, dass BMW ein sehr, sehr stabiles Unternehmen ist, was unter Reithofer hochflexibel ausgerichtet worden ist, was eine hochmoderne Modelllinie hat, Fahrzeuge hat im Markt. BMW geht immer zuerst in die Innovationen rein. Die nächste Innovation wird sicherlich Carbon sein und das Elektroauto im nächsten Jahr. Man war zuerst der Erste, der mit SUVs gekommen ist. Also BMW geht dorthin, wo man es erwartet, weiterhin Verbesserungen, die schön sind und die den Aktionären sicherlich auch Spaß machen. BMW will dann ja auch in diesem Jahr den Absatz weiter steigern. Wo sehen Sie da die Wachstumstreiber? Gut, der Treiber ist ganz klar in China. Auch da wieder die Geschwindigkeit von BMW. Man hat sehr schnell, Audi ist ja schon sehr, sehr lange mit VW gemeinsam in China, über 40 Jahre. BMW war relativ neu. Man hat sehr schnell China dann als strategischen Markt erkannt, hat sehr schnell in China neue Werke, das letzte in Tixi, aufgebaut mit hoher Qualität, hat sein Vertriebssystem in China nach vorne gebracht, weit nach vorne gebracht, hat Autos für die Chinesen, das sind meist mit längerem Radstand gebaut, die gut im Markt platziert werden. Also China wird BMW im Jahr 2013 weiter nach vorne bringen und es kommen sicherlich noch US-Effekte dazu und Effekte von dem einen oder anderen Markt. Russland könnte interessant werden. Europa bleibt schwierig. Herr Dudenhöfer, dann schauen wir mal auf VW. Die schauen so ein bisschen skeptischer auf das Jahr 2013 oder etwas verhalten zumindest. VW-Chef Martin Winterkorn hat ja gesagt, dass das Jahr 2013 eine Bewährung werden wird. Sind Sie auch dieser Meinung? Ja, ich glaube, das sieht man, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das Geld bei VW verdient ja, wenn man jetzt mal diese außerordentlichen Gewinne durch die Aktienhöherbewertung außer Acht lässt, Audi und VW selbst, die Marke VW, die tut sich schwerer. Eine Umsatzrendite von 3,5% trotz 9% mehr verkauft ist eigentlich eher ein Zeichen, wo man überlegen muss, wie hoch Vertriebskosten sind. Die sind bei VW im gesamten Konzern deutlich gestiegen, also deutlicher Rückenwind und bei der man auch sehen muss, dass sie immer wieder vorgerechneten Vorteile durch diesen modularen Querbaukasten jedenfalls heute im Markt nicht sichtbar sind. VW trotz stärkerem Umsatz, trotz stärkerem Absatz, weniger operatives Ergebnis, das tut schon ein bisschen weh. Sie haben ja den Markt in China schon angesprochen. VW ist schon investiert, ist schon vor Ort und will jetzt noch mehr investieren. Wie viel Steigerungspotenzial gibt es denn dort für VW? Der Wettbewerb in China nimmt ja zu. Alle bauen ihre Kapazitäten aus, insbesondere die Japaner und Koreaner, aber auch die Amerikaner werden in China weiter nach vorne gehen. Der Markt wächst, aber das Umfeld wird schwieriger. Von daher wird in China auch wichtig sein, dass man zwei Dinge macht. Erstens Einstiegsfahrzeuge, das will ja VW jetzt machen, braucht man vermutlich noch Zeit, 3-4 Jahre, bis dann das Einstiegsfahrzeug zur Verfügung ist. Renault und Nissan hat diese Dacia-Fahrzeuge schon. Das wird ein Vorteil sein. Und das Zweite ist, wie gesagt, die schlechtere Umsatzrendite. Wenn jetzt in China ein härterer Wettbewerb kommt, wird es schwieriger werden, gerade gegenüber Unternehmen wie Hyundai, Kia, die in Umsatzrenditen hervorragend aufgestellt sind. Professor Ferdinand Dudenhöfer, danke für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich.